Ach, da muss ich bestimmt rein an den Tisch füllen, ne? Holzbretter und Zinnnägel brauche ich dafür. Okay. So, dann können wir das Weltenstück mit dem Turm erforschen. Und positionieren das da. So, und dann laufen wir da jetzt hin. Ich trinke einen Schluck. Sondern jetzt ab, wenn du mag. Dann ist es sicherlich so, dass wir da noch welche von erforschen müssen, was noch mehr Weizen bedingt. Vielleicht baue ich einfach noch mehr Kästen. Wer weiß, mal gucken. Hier müsste der Turm sein, ne? Jawohl. Zielen ist nicht so mein Ding. Aber es ist ja ein guter Moment, um das zu üben, ne? Einfach auf Beinhöhe. Okay. Cool. Kann ich hier hoch? Offensichtlich nicht. Schade. Ich dachte, man... Wir können nochmal in den Kisten gucken, die hier so rundherum stehen. Das würde... Vielleicht ein bisschen Schwarzpulver wäre ganz cool. Damit ich mir neue Munition bauen kann. Ich habe die ja alle verholzt. Als gäbe es keinen Morgen. Gut, kein Schwarzpulver. Alles klar. War ja nur eine Frage. Aber am nächsten zweiter Turm. Ja, gut. Die sind ja sehr pünktlich gespawnt, die Jungs. So, wie sieht's aus? Ja, nee, alles gut. Mal am Kartografertisch gucken, ob... Da ist bestimmt Weizen für nötig. Könnte ich mir vorstellen. Jo, 5. Dafür sind 5 Weizen nötig. Das habe ich ja irgendwie erwartet. So, dann bauen wir wieder welchen an. Den wässern wir und den düngen wir. Ganz vorschriftsmäßig. Dann auf die 9. Da muss ich mal auf die 7 was zu essen legen, würde ich sagen. Okay, das war jetzt falsch. Weil das war die 8. Gut, dann machen wir es so. Und dann essen wir unseren Fisch und dann laufen wir nochmal da runter und holen noch mehr Weizen. Waren es 5? Ich meine, es waren 5. Ist auch auf dem Feld bald nichts mehr drauf, wenn es nicht zeitnah respawnt. Ich hole jetzt einfach alles. Ist ja Schwachsinn. 10 mal hin und her zu laufen.
Obwohl das auch mit Eimer gegangen wäre. Dann haben wir, wie ist die Maximalanzahl von dem Zeug da? Ich meine, es droppt ja auch nicht an jedem. Nicht an jeder Ecke was. Ist ja vermutlich sogar verhältnismäßig wenig. So, gleich ist das Feld leer. Noch 20 Jahre. Wenn er, ich glaube, dass es für Forschen gereicht hat, ne? Wie viel Weizen ist es? 13. Na ja, gut, komm her. Dann kannst du auf jeden Fall doch was forschen. Das ist ja Bombe. Dann reicht es ja für doch das ein oder andere Stück, das ein oder andere Stück Dingens hier, Turm. So. Den packen wir dahin. Und dann laufen wir los. Naja, meine Knifte hat nicht mehr so viel. Und ich kann mal gucken, aber ich glaube, ich habe auch keinen. Ne, ich habe auch keinen. Nichts mehr für Munition. Wir werden sie mal ausrüsten. Da sind immer noch 31 Schuss drin. Halt schießen, bis sie leer ist. Schießen, bis sie leer ist. Achso, muss das Horn blasen. Habe ich gemacht. Hat ins Horn geblasen. Oh, er hat Blasen gesagt. Hält ganz schön viel aus, der Kollege. Na, ich wollte nicht weiter auf den Kaktus schießen eigentlich. Als erstes killen wir mal Knifte. Dann müssen wir auf den Bogen wechseln. Hurra. Wahnsinn. Kommen wir direkt wieder zum Kartografertisch. Aber vielleicht gibt es ja jetzt hier diesmal. Naja. Ich habe die Befürchtung, ich werde hier keinen Schwarzpulver kriegen. Vielleicht respawnt das ja am Militärstützpunkt. Aber da respawnen dann auch die Skelette. Zweimal ist besser als keinmal. Moment. Ich drehe mich. Kann ich eigentlich diesen Vogel da oben abschießen? Nee. Schießt du auf Kaktus. Dann schießt sie auf den Kaktus. Auf den Kaktus schießt sie dann. Wir sind gleich am Stissel.
Also jetzt wird es ja Nacht, ne? Ja, dann müssen wir dann halt mal pennen. Das heißt aber auch nochmal Wasser holen. Moment, das machen wir sofort. Wasser. Das machen wir sofort mit dem Wasser. Ei. So, das müssten 6 sein. Können wir das noch kochen und das erforschen und dann passt das. Muss ich erstmal wieder anzünden hier den Käse. So. Kochen wir mal was her. Hervorragend. Gehen an den Kartografertisch. Und erforschen das Bild ein Stück. Und platzieren das auch gleich. Das machen wir hier hin. So, dann wollte ich noch die Zinnnägel herstellen. Das ist ja auch ganz cool, wenn man das da mal gemacht hat. Oh, ich habe auch die verbesserte Spitzhacke noch gar nicht gebaut. Da brauche ich auch nochmal 2 Eisenbarren, die ich nicht habe. Muss ich doch nochmal ins Schneegebiet, hä? Und den Eispegel habe ich auch noch nicht, wegen seltenem Fisch und so. So, was trinken, was essen. Und an der Werkbank, wir müssen erst noch mal Holzbretter haben. So 12 Stück, denke ich, oder? Oh, ich krieg nur... Warum? Ich krieg nur 10, hä? 2, 4, 6... Ja, ich krieg 10. Ah, ich habe, glaube ich, noch welche in einer der Kisten. Jawohl. Also noch Holzbretter. Halt, ich muss hier rein. Muss so an die Tisch für die Ding. Machen wir mal 3 Stück. Ich da nicht. Okay. Ich gehe halt noch einen Baum fällen. Mein Gott. Ah, mein Inventar ist voll. Ah, wie das hasse. Warum ist mein Inventar voll? Weil ich so viel Schrott dabei habe. Kiste. So, was habe ich hier alles? Steine können raus. Ich habe Metallschrott, der kann raus. Geweih kann raus. Ich habe das kann raus. Wir gehen an die Kiste. Oh, warte mal, dann kann das ja hier mit rein. Und die Geweihe auch. Ich habe Fett. Geh mal hier rüber. Wo war das Geweihe? Da. Geweih. Ah, das passt hier gar nicht rein. Was wollte ich denn hier reinmachen? Ah, das wollte ich da reinmachen. Genau. Ach, das sind Bretter, hier Balken, ne? Okay, dann erklärt sich das, dass das nicht funktioniert. Hier haben wir ein bisschen Tierzeug. Hier haben wir ein paar Feuersteine. Hier haben wir ein bisschen was davon. Und hier so ein Fell. Weiß ich nicht, ob ich das zwingend gerade brauche. Gut. Dann können wir ja jetzt vielleicht den Rest einsammeln gehen, der da rumliegt. Vom Jutenholz. Und dann machen wir einfach mal ein paar Holzbretter. So, und dann gehen wir nochmal rein.
So, und jetzt müsste es eigentlich passen. So vom Grundprinzip sollte das jetzt gehen. So, 5. So, dann Ausrüstung 5. Okay, da bräuchte ich theoretisch noch einen. Ja gut, da brauche ich noch 3, theoretisch. Das sieht ja jetzt bescheuert aus. Alles kein Problem. Ich mache erstmal die Key von hier weg. Damit wir Platz haben. Um das, was ich machen will, auch durchzuziehen. Na, dann müssen wir hier mal an die Sägemühle gehen. Und machen aus den restlichen Dingern noch Bretter. 3 und eine Treppe. Sehr schön. In dem Fall 2 Treppen vielleicht. Huch. So, gehen wir hier nochmal in die Kiste und den Stapel Nägel raus. Drei. Dafür brauche ich Bienenwachs. Okay. So, ich nehme mal 2 mit. Ich weiß nicht, ob ich 2 wirklich brauche. Ich baue einfach 2 und wenn nicht, dann mache ich eine halt weg. Ne, wahr? Dann müssen wir zum Basenbau, dann machen wir das auf 5. Warum passt das da nicht hin? Frage, hat das was hiermit zu tun? Oder hat es vielleicht damit zu tun, dass das Ding schon da steht? Verschieben wir das mal. Gut, das hatte offensichtlich damit zu tun, dass das Ding schon da steht. Dann machen wir das jetzt so. Und dann würde ich sagen, drehen wir das. Passen da die Höhe so an, dass das dahin geht. Und dann müsste man theoretisch 1, 2, 3, 4, 5, 6 von den Dingern haben. Der war hier, ne? Wie viel kriege ich denn da raus? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hervor. Wieder. Das kommt auf 5. Und das hier kannst du wegwerfen. Ciao. So ist es schön irgendwie. Schöner. Nächste Frage. Man könnte auch Blumen bauen. Okay. Das wäre noch eine Idee. So zur Verschönerung der ganzen Geschichte. Man kann auch einen Kerzenständer bauen. Dafür brauche ich aber einen Eisenbahn. Das ist. Und ein Seil hier. Das wäre mit dem Brunnen irgendwie auch cool. Bauen würde ich das schon gerne.